Der Chef der Weltgesundheitsorganisation WHO, Ghebreyesus, hat mit einem emotionalen Appell einen Waffenstillstand im Gazastreifen und eine Lösung für den israelisch-palästinensischen Konflikt gefordert. Bei seiner Ansprache vor dem WHO-Leitungsgremium stockte ihm mehrfach die Stimme. Er musste sichtlich um Fassung ringen, als er die Lage der Menschen im Gazastreifen beschreiben wollte. 70% of the dead are children and women. That alone is enough. 70% der Toten sind Kinder und Frauen. Das allein ist schon Grund genug für einen Waffenstillstand. Der Mann weiß, wo der Großteil der Opfer ist. So, I think it has, this thing has to be taken seriously. Ich denke also, dass diese Sache ernst genommen werden muss. Und in Zukunft wird die Zahl der Toten steigen, nicht nur durch Verletzungen, sondern auch, weil chronisch Kranke nicht versorgt werden können. Der Vertreter Israels bei der WHO wies die Forderung nach einem Waffenstillstand zurück und richtete seinen Blick auf die schwierige Lage der Israelis, die von der Hamas als Geiseln genommen wurden. Tell me. Sagen Sie mir, könnte irgendjemand von Ihnen in diesem Raum schlafen, essen oder atmen, wenn er wüsste, dass seine Söhne und Töchter solchen unvorstellbaren Gräueln ausgesetzt sind? Ihr heutiges Handeln sendet eine klare Botschaft an die Geiseln im Untergrund und ich hoffe, Sie können uns hören, in den Terrortunneln der Hamas. Die internationale Gemeinschaft kümmert sich einfach nicht um Sie. Das stellt ein schweres moralisches Versagen dar. Im Gazastreifen sind nach Angaben der dortigen Gesundheitsbehörde seit Kriegsbeginn mehr als 26.000 Menschen bei israelischen Angriffen getötet worden. Hunderttausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen und sind auf der Flucht. Die Versorgungslage im Gazastreifen wird als katastrophal beschrieben. Es fehlt an Wasser, Nahrung und Medikamenten.